Fang ist wirklich unsere letzte Hoffnung. Dieser Traum ist eigentlich schon geplatzt. Boah, was eine Wurzelbude. Welche Tradition wird hier gepflegt? Die Tradition des Hauses oder die Tradition des Hässlichseins? Das ist wirklich zurück in die Zukunft, Teil 5. Ein schlechtes Kantinenessen wäre geschmeichelt. Wenn ich perfekt wäre, wäre ich wahrscheinlich Sternekoch oder so. Das ist doch jetzt unsachlich. Ich könnte auch in seinen Laden gehen und 10.000 Sachen finden, die ich ihm auseinanderreiße. Im Grunde genommen ist er gastronomisch lost. Man hat sich das besser vorgestellt. Anders. Man verliert sich als Paar halt, wenn's nicht rund läuft. Ich merke, wie seine Gesichtszüge sich verändern. Ja, weil mir die Beziehung extrem wichtig ist mit Caroline. Und ich sie nicht für den Laden hier aufgeben möchte. Notfall in Niedersachsen. Die heutige Rettungsmission verschlägt den Sternekoch in ein 2500-Einwohner-Dorf, in dem zwei Bewohner mehr als verzweifelt sind. Ich bin heute in Grünenplan. Super Wetter Niedersachsen. Alles Bombe. Nur ich habe keine Ahnung, was passiert. Aber ich bin zum Helfen da und das tue ich jetzt. Direkt an der Hauptstraße ist das zu rettende Restaurant nicht zu verfehlen. So, jetzt wollen wir mal gucken. Da ist das Gasthaus Bauer. Schöner alter Backsteinbau. Ich sag mal 1800, 1900, Jahrhundertwende. Wie werden die Gastronomen auf den Überraschungsbesuch reagieren? Das ist auch immer stark, ne? Das ist immer so ein super Entree, ne? Hier so ein Automat voll Lungenkrebs, ne? Hier, herzlich willkommen. Donnerstag und Montag ab 17 Uhr, Dienstag und Mittwoch. Hi! Erwischt. Hallo. Oh Gott. Was sagst du denn so? Warst du in der Pommesbude oder was? Ja, komm, pass auf, Auto. From a grave a crop through. Hilfe, oh mein Gott, was machst du jetzt? Wie verhältst du dich? Wie bist du? Aufgeregt, nervös, abwartend. Tausend verschiedene Gefühle. Moin. Björn. Hallo, du bist? Björn. Björn. Und du? Ich bin Caroline. Ja. Der ist da, das können wir aufatmen, jetzt geht's nach vorne. Und das war schon mal so ein super Moment auch. Und auch, ja, wirklich wie ein Adrenalinstoß. Ihr seid die Bauers hier, oder was? Nee, nein. Bauer heißen wir nicht. Das waren die früheren Besitzer. Genau. Die hießen Bauer. Ach so. Wir haben es gekauft und haben den Namen belassen. Warum? Weil schon seit 125 Jahren so hieß. Mhm. Aber wie gesagt, zur Tradition weiterführen. Ja, lass uns mal reingehen. Ja, hast du hier Schlüssel? Ja, bitte. Name und Eingangsbereich fallen beim Gastro-Experten gleich durch. Gewinnt wenigstens die Traditionsgaststätte im Inneren an Charme? Boah, was eine Wurzelbude. Alter Schön. Ein paar Tage älter. Genauer gesagt 120 Jahre. Die Frage ist ja, welche Tradition wird hier gepflegt? Die Tradition des Hauses oder die Tradition des Hässlichseins? Alter Schwede. Der schwedische Möbelgigant hatte hier sicherlich nicht seine Finger im Spiel. Wohl eher die Ritter der Tafelrunde. Das ist eine richtige Rumpelkammer hier. Also das, was so an Dekoration ist, das haben wir mitgebracht, weil wir früher mittelalterlich viel gemacht haben. Das, was an Mobiliar drin ist und so, Theke und das war schon. Das war drin. Und wie lange betreibst du das jetzt hier mit deiner Frau? 4 Jahre. 4 Jahre? Vor 4 Jahren hat das Betreiberpaar seine Heimat Sulingen verlassen, um den Traum vom eigenen Restaurant zu leben. Doch derzeit entpuppt sich dieser als Albtraum. Ja. Hier bin ich. Hallo. Was ist los? Ja, wir brauchen Hilfe, ja. Gut. Warum? Ja, es läuft viel schlechter, wie wir gedacht haben. Es kommt keine Gäste rein. Und die reinkommen, sind zwar zufrieden und sagen, Essen schmeckt und alles, aber kommen nicht wieder.
Es gibt viele Tage im Laufe des Monats, wo auch kein Gast da ist, wo man wirklich denkt, wozu mache ich jetzt noch auf? Das lohnt sich nicht. Nein, also Frank ist wirklich unsere letzte Hoffnung. Wir haben jetzt vor, ich glaube, 2, 3 Tagen uns noch darüber unterhalten, dass wir gesagt haben, also wir sehen da irgendwo keinen Ausweg mehr. Wir haben das Haus ja gekauft. Ihr habt das Haus gekauft? Das ist unser, ja, es wird bezahlt, wir zahlen es ab jeden Monat. Wie viel hat das gekostet? 80.000, alles komplett. Das Haus, 80.000? Inklusive Inventar, alles. Viel Renovierungsstau? Ja. Und das wussten wir, waren wir zu blind. Wir waren zu blauäugig, wir haben es einfach nicht gesehen. Wir wollten es vielleicht auch nicht sehen. 80.000 Euro und kein Umsatz. Die fatale Finanzlage frisst das Paar auf. Wie lange wollt ihr das jetzt noch so machen? Wie viel lange habt ihr Geld oder wie lange macht die Bank mit? Oder? Halbes Jahr. Und dann müsst ihr verkaufen? Ja. Wahrscheinlich, ja. Das ist halt so am Ende des Monats. Man muss halt wieder immer Rechnung zu Rechnung zu Rechnung schieben. Aber es wird immer schwieriger. Aber nicht nur finanziell ist es kurz vor 12. Wenn es geschäftlich läuft, wirkt sich das natürlich auf die Beziehung aus, ganz klar. Und zwar so sehr, dass diese sogar zu zerbrechen droht. Wir haben für uns beide also ganz klar gesagt, dass wir nicht bereit sind, auf Dauer uns unser Leben, Zusammenleben durch einen Betrieb kaputt machen zu lassen. Björn und Caro befinden sich in einem emotionalen Teufelskreis. Je schlechter das Geschäft läuft, desto unglücklicher sind sie als Paar. Wie schlimm es wirklich um die beiden steht, wird Frank Rosin schon bald aufdecken. Hat man da noch Bock aufeinander? Nicht immer, nein. Ich möchte mir das auch seelisch nicht weiter antun, wenn es reicht. Ich möchte alles versuchen, damit ihr euch da nicht verliert. Ja, weil mir die Beziehung extrem wichtig ist mit Carolina. Und ich die nicht für den Laden hier aufgeben möchte. Das ist hier ein kleines Dorf. Ja. Ja. Kommt ihr von hier? Nein. Ja, das ist in solchen Dörfern ein Riesenproblem. Mhm. Was macht es aus, Gastronom zu sein? Für mich eigentlich immer eine gute Arbeit, ein gutes Essen, einen guten Service abzuliefern. Eine gute Floskel, genau. Anzukommen, Ausstrahlung zu haben, mhm. Menschen fangen, zu beeindrucken als Typ. Das will ich euch nicht sagen, das werden die Testesser gleich sagen, die kommen. ...20 Stück. Mhm. Okay. Legen wir los. Versuchen wir's. Los. Ja klar, für mich als Koch ist das natürlich erstmal eine Hausnummer. Ne? Ich muss 20 Leute, ich bin alleine in der Küche. 3 Gänge. Muss ich mir erstmal einen Kopf machen. Es dreht sich noch alles. Es ist wahnsinnig aufregend, es ist deprimierend. Ja, halt ungeschmückte Wahrheit. Das ist schwer. Das ist jetzt ein Moment, wo ich mich wirklich zusammenreißen muss. Weil ich den beiden am liebsten sagen oder fragen möchte, ob sie noch alle Tassen im Schrank haben. Denn, und das habt ihr gesehen, und ihr seht das doch hier auch, was soll mich denn reizen, hier reinzugehen? Es geht schon am Eingang los und der Zigarettenautomat, der Eingang drum's rein. Das ist hier, das ist wirklich zurück in die Zukunft, Teil 5.